Herzlich willkommen bei Gameplay Deluxe. Hier ist wieder euer Zocker Andi. Wir spielen heute wieder Bloons Tower Defense 5. Und wir werden jetzt mal gucken, was ist diese fünfte Medaille? Ich will die jetzt endlich mal haben. Und ich vermute, das ist Luft ablassen. Darum werden wir jetzt mal ordentlich die Luft hier ablassen. So, mit 50.000 starten wir. Während des Spiels kannst du kein Geld dazu verdienen. Du startest in Runde 30 und Bananenplantagen und andere Fähigkeiten, mit denen sich Geld verdienen lässt, sind deaktiviert. Wie weit wirst du es schaffen? Das ist wieder endlos. Das ist wieder endlos? Also Leute, jetzt ernsthaft, wer weiß das? Wie kriege ich diese scheiß Medaille? Endlos werde ich die Medaille nicht kriegen. Wenn ich das hier freischalte oder was? Die 4 habe ich geschafft. Wir werden es probieren, allerdings, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie ich diese Medaille kriegen soll. Ich weiß es nicht. So, wichtig ist am Anfang das Affendorf, damit wir die Tower hier günstiger kriegen. Das werde ich da runtersetzen. So. Und dann brauchen wir das hier. Gegen Supermonkey. Ja, Supermonkey sind ja... Naja, gut, ich weiß nicht, wie weit ich komme. Supermonkey wäre nicht schlecht. So eine Sache. Auf jeden Fall so ein Bloon-Chipper. So ein Bloon-Chipper auf jeden Fall. Ein Super Monkey auf jeden Fall. Und zwar die. Machen wir es mal so. 1, 2. Die linke Seite. Und wir brauchen auch das Upgrade, dass der die angreift hier. Dass es rausbringt, die. Camouflage-Bloons. Dann brauchen wir etwas gegen Bosse. Die Nagelfabrik ist generell nicht schlechtes. So, wir nehmen mal das Zweier-Upgrade. Geht sich das aus oder nicht? Ich glaube, das geht sich nicht aus. Na ja, gut, das könnte sich auch... Ah, nein, das geht sich nicht aus. Scheiße. Dreck! Aber dafür können wir noch was anderes nehmen. Nämlich so einen schönen Bloon-Chipper hier. Boss-Upgrade. Immer auf dem stärksten. Das zumindest geht sich aus. Und wir können noch einen Glue-Gunner nehmen. Der hier ein bisschen rumspritzt. Immer auf den stärksten, bitteschön. Ja, das geht sich auch schön aus. Schön aus. Schön, 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 schön. Und dann könnten wir noch... den hier nehmen, ebenso auf dem stärksten bitte. Jawohl, die Clusterbomben gehen sich aus, das ist wichtig. So, wir fangen an. Welle 30. So, ich werde ein bisschen durchraschen. Im Moment ist ja noch easy peasy, aber das wird sich ja bald ändern. So, die Frage ist halt, ja, wird es auch unendlich sein, so wie ich das verstanden habe? Ja. Nochmal die Bitte an euch, ich weiß es nicht, wie kriegt man die fünfte Medaille? Was ist es? Wenn es das jetzt auch nicht ist, wie kriege ich sie dann? Ich verstehe es einfach nicht. Wo schießt denn der hin? Schießt der, ist der bescheuert? Er schießt darauf? Ist der witzig? Ja, weil er sie hinten drauf... Okay, okay, ihr seid ein bisschen doof. Gut, dann soll der auf den ersten gehen, dann machen wir es mal anders. Der schießt da immer nach hinten. Oh, das ist aber schlecht. Das ist ganz schlecht. Seht ihr das? Das bringt mir gar nichts, der Tower. Der bringt mir höchstens nachher dann was. Das ist scheiße, ist das, ne? Ja, blöd positioniert, mehr kann ich nicht sagen. Aber ich kann es jetzt leider nicht mehr ändern. Wir sind schon bei Wave 38. Das ist blöd, dass der jetzt da hinten die Kanone rausschießt. Das ist nämlich relativ sinnfrei. Wave 39. So, es geht vorwärts. Ja, die Kanone da hinten ist sinnlos. Der kann ja eigentlich löschen auch, beziehungsweise... bringt gar nichts. Seht ihr das? Ja, hin und wieder platzt, aber sonst... bringt nichts. Bringt überhaupt nichts. Ist blöd positioniert, war keine Absicht. Das ist natürlich so blöde, wenn der Bloon-Chipper das da hinten raushaut. Ja.
Kann man wissen, muss man nicht wissen. War keine Absicht jedenfalls, aber so bringt uns dieser Tower leider gar nichts. Wave 43, ab Wave 50 vielleicht wird er was bringen, aber vorher schon nicht. Wave 44. Ja, vor Wave 55 wird da auch nicht wirklich ein Problem herrschen. Was hat denn der für eine Range? Schauen wir mal. Ich könnte den verkaufen und das hier upgraden. Was ist denn der Wert? 1400. Naja, da geht sich ja auch nur das aus. Das ist jetzt auch nicht so viel mehr. Aber hier hinten bringt er mir ja wirklich gar nichts. Das ist sinnfrei, das kann ich lassen. Da ist besser das nehmen, dann hat der nur mehr Range. Und wir haben jetzt noch 1000, was wir investieren können. Was nehmen wir denn da? Ich nehme jetzt wieder den, aber die rechte Seite einmal und fertig. Ja. Ist blöd positioniert gewesen, aber da kann man nichts machen. So, Wave 49 haben wir. Kein Problem soweit. Das kitzelt nicht mal. Boss ist auch weg. Welt 50. War bei 46 eigentlich ein Boss da? Ich habe das gar nicht so mitgekriegt. Da ist wieder einer. Ich glaube schon, aber der ist anscheinend sofort eingesaugt worden. So dass es das nicht mal mitgekriegt hat. Wave 51. So ab Wave 55 schätze ich, wird es interessant. Vorher nicht. Vorher ist es noch. Pillepalle. Wave 52. Hier ist halt im Gegensatz zur Apokalypse schon interessant, man kriegt kein Geld mehr. Also das ist sehr strategisch. 50.000 hört sich viel an, aber in den schweren Level ist es natürlich nichts. Da kommt schon drauf an, was man wo wie aufstellt. Ja, also das wird dann schon interessant hier. Also Luft ablassen werden wir sicher auf jeder Map spielen. Apokalypse haben wir gesehen, das bringt eher gar nichts, denn das führt zu nichts. Du hast Geld ohne Ende nachher und es kommen nur mehr Bosse am Bildschirm, es leckt nur mehr. Das bringt es nicht wirklich. Das ist nicht Spielspaß. Das ist einfach nur mehr Nerven, will ich jetzt auch nicht sagen. Aber es bringt zumindest nichts. Ne? Und von daher werden wir Apokalypse eher in Ausnahmefällen noch ein paar Mal machen, weil es bringt wirklich keinen Spielspaß. Aber das Luftablassen ist interessant. Das auf jeden Fall. Leider Gottes weiß ich nicht, wie ich die scheiß Medaille kriege. Das ist es. Bitte in die Kommentare schreiben. Ich will die fünfte Medaille. Wie kriege ich die? Ist das eine Code-Medaille? Ist ja nicht. Die sind ja woanders. Also was soll das sein? Apokalypse ist mal nicht. Das hier glaube ich jetzt auch nicht, dass es ist. Was ist es dann, die fünfte Medaille? Irgendwie muss man die doch kriegen. Das wäre echt interessant. Wave 60. So, Wave 61. Keinerlei Gefahr noch. Bis 65 wird es locker zackig flockig gehen. Geht weiter, als wir, oder was ich mir gedacht habe. Der Supermonkey hier haut doch gut rein. Jetzt muss ich mal schauen, was der für eine Range hat. Ja, der geht dann hier auch noch, wenn die runterkommen, drauf. Das ist gut. Wave 63, Leute. Jetzt kommt so ein Stoß, aber der ist auch kein Problem. Wave 64. Wave 65. Da bin ich schon neugierig dann auf den grünen. Da wird der Supermonkey ordentlich was zu tun kriegen. Beziehungsweise unser Bloom Chipper hier kann die Bosse brav einsaugen. So, jetzt haben sie mal ein bisschen was zu tun. Aber gefährlich ist immer noch nicht. Wave 66.
Wave 68. Es geht gut vorwärts. Wave 69. Die Bloons können uns kreuzweise. Ja, der Supermonkey macht einen guten Job hier. Wenn uns jemand weit bringen kann, dann der. So, Wave 70 haben wir schon. Camouflax gehen auch schön drauf. Dazu ist dieses Upgrade hier vom Affendorf. Das ist sehr wichtig, weil sonst geht der Supermonkey nämlich nicht auf die Camouflax los und das wäre tödlich. Wave 71. Wave 72. Wave 73, es geht voran. Wave 74. Und ich habe gedacht, bei 50 kriegen wir ein bisschen Stress, aber nicht mal bei Wave 74 haben wir noch Stress. Es läuft wunderbar. Die Bloons kommen nicht weiter. Spätestens hier unten ist einmal Schluss. Das haut wunderbar hin. Wave 75. Ich gebe mal eine persönliche Schätzung ab. Bis 85 werden wir locker kommen. 90 wird wahrscheinlich nicht mehr möglich sein. Das ist jetzt eine persönliche Schätzung. Da schauen wir mal, ob ich recht habe. Der erste Stoßweise, den haben wir aber gut genommen. Wave 76. Wave 77. So, jetzt kommen schon ein Haufen Bosse. Da haben wir jetzt schon einiges zu tun hier. Aber es geht noch. Aber es wird schon ein härterer Ton hier. Wave 78. Kommt wieder stoßweise so ein Haufen. Wird gleich wieder was kommen. Ich glaube, das kommt nochmal. Oder? Nein, nur einmal anscheinend. Jetzt ist wieder ein roter da. Da kommt noch so ein Stoß, aber Supermonkey macht es brav. Wave 79, ich muss mal schauen. Jo, der macht Flächendamage, das ist natürlich gut. Dann werden die alle gebremst ein bisschen. Wenn sie nicht eh schon sterben, werden sie zumindest gebremst. Sodass sie nicht alle durchhascheln hier. Jo, Wave 79. Eine eher giftige Runde, aber wir haben sie gut unter Kontrolle. Das läuft sozusagen. So Leute, wir sind in der Wave 80. So ein Haufen Bosse, aber das haben wir unter Kontrolle. Wave 81, nee, jetzt, ich muss mal kurz gucken wegen der Range. Wave 81. So, jetzt kommen wirklich schon ein Haufen Bosse hier. Oh, jetzt wird's langsam kritisch. Jetzt wird's langsam hier kritisch. Der schießt irgendwie durch die Bosse durch, aber okay. Aber es wird jetzt schon sauber. Also happig, happig, sie wollen durch die Bloons. Wir könnten das nochmal verhindern. Wave 82. Ist natürlich jetzt ungut, immer mehr Bosse hier. Das ist natürlich eine ungute Sache. Ist die Frage, wie lange können wir uns hier noch wehren? Derzeit geht's gut. Wie lange wird es noch gehen? Solange der Bloon Chipper nur die Bosse saugt, geht's. Ja, die Frage ist, wie lange, ne? Die Nagel Factory finde ich jetzt auch nicht so besonders nützlich da unten eigentlich. Da hätte ich eher ja, das rechte Upgrade nehmen sollen. Ah, ist auch so eine Sache, ne? Ist schon ganz okay so. Hier kann man nur 55 mal Nägel legen, falls es ist. Aber ich glaube, das wird dann nichts mehr bringen, wenn es mal so weit ist.
So, jetzt haben wir ein Problem. Wave 84. Alter, scheiße. So, dann gehen wir mal Nagel legen, sonst ist sie vorbei. So, schön hier alles nageln. Zack, 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 zack. Und wir haben kein Geld mehr. So, jetzt wird's vorbei sein. Schätze ich mal, da werden wir jetzt nichts mehr machen können. Sehen wir an, wie die durchgehen, denn das werden wir nicht aufhalten. Es war ein schönes Spiel. Bis Wave 84. So. Und ich wette, ich habe jetzt wieder nicht eine Medaille gekriegt. Ne. Wie kriegt man diese scheiß Medaille? Das gibt's doch nicht. Ich habe doch schon alles hier. Geschafft, 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 geschafft. Gemacht, gemacht. Das hier freischalten, kriege ich dann die Medaille? Für was kriegt man das? Hm, hier sieht man es ja auch nicht, dummerweise. Hier gibt es nur 4 Medaillen. Für was kriegt man die? Leute, wer das weiß, bitte in die Kommentare schreiben. Für was kriege ich diese Medaille? Ich würde es schon gerne machen, aber ich habe keine Ahnung, was soll ich machen? Also, ich weiß es nicht. Und wenn ich es nicht weiß, ja, wie soll ich es dann schaffen, ne? Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss.